hallo Freunde, ein neues Video am Start, heute zum Thema Essen und Trinken. Aber vorerst möchte ich mich mal bei euch bedanken. Ich bin mittlerweile bei 106 Abonnenten angekommen, ich finde es einfach nur richtig klasse. Und ich hoffe, es geht so weiter. Und ja, dann starten wir mal. Und zwar mache ich eine Homemade-Limonade, die ich sehr, sehr gern trinke. Und ja, gucken wir uns doch mal die Zutaten hier an. So, dann schauen wir uns das mal an. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Nicht jeder mag die Zutaten, die ich jetzt nehme. Aber wer es anspricht, der könnt sie gerne mal ausprobieren und dann in die Kommentare hacken, ob sie geschmeckt hat oder nicht. Ihr braucht dazu, hoppla, Mangosaft oder Mangonektar in dem Fall ja, Maracuja-Saft, dann eine Zitrone oder zumindest Teile davon, Eis, ganz klar, Mineralwasser oder beziehungsweise Sprudel. Und dann habe ich hier Minze. Und das ist eine besondere Minzart. Es ist Orangenminze. Das ist eine Minzart, die besonders fruchtig aromatisch ist und die kommt in der Limo oder Schorle relativ gut rüber. So, dann starten wir doch mal. Mischungsverhältnis ist immer so eine Sache. Der eine mag es süßer, der eine mag es nicht so süß. Ich sag, es sind 1,2 Liter hier drin. Das heißt ungefähr 200 Milliliter von jedem Getränk oder 150 Milliliter. Das braucht gar nicht so viel sein, sondern gut verdünnte Mischung. So. Das füllen wir jetzt auf mit Wasser. Gekühlt, versteht sich natürlich. Jetzt habe ich einen Löffel vergessen. Ne? So, dann mixen wir das schon mal durch. Dann kommt unser Eis rein. Hoppla! Eis. Und als letztes Zitrone. Und davon aber nicht so viel. Eine Zitronenscheibe so ein bisschen abschneiden. Und einmal ein bisschen vierteln die Scheibe. Die kommt damit rein. Einfach ins Getränk. Denkt dran, es muss noch Zeug rein, deswegen würde ich das Wasser nicht so voll machen. Beziehungsweise das Behältnis. Und zum Schluss kommt dann noch unsere Minze drauf. So. Das war's dann schon. Das ist meine Variante meiner Lieblingslimonade. Homemade. Ja. Probiert es einfach mal aus und sagt mir dann Bescheid, ob es euch geschmeckt hat. Ich trinke das sehr gerne, ich mache es auch sehr, sehr oft. Vor allem, wenn es heiß ist draußen, Sommer, zum Grillen. Einfach genial, es muss nicht immer Alkohol sein. Hat so einen leichten Cocktail-Charakter. Und ja, dann würde ich sagen, Prost. Bis zum nächsten Mal.